Artensterben, Klimakrise, Corona, Krieg in der Ukraine, Flucht nach Westen, globale Nahrungsmittelkrise, zweite Fluchtbewegung von Süden nach Norden. Die Krisen jagen sich. Nein, eigentlich sind sie alle gleichzeitig da. Gleichzeitig aber auch Vorfrühling in der Uckermark. Die Singdrossel singt, die Feldlerchen sind wieder da, die ersten Blumen kommen. Wenn man hier am Feuer sitzt, könnte man alles vergessen. Ein Bierchen hilft immer. Nee, überhaupt nicht lustig. Herzlich willkommen bei Asra Blogt. Ich bin Asra. Ihr habt lange nichts von mir gehört, aber es war so viel los und es gab so viele schlechte und schlimme Nachrichten. Und auch jetzt denke ich manchmal, wie kann man über eine kleine Brauerei in der Uckermark was machen, wenn nebenan Krieg ist? Aber auf der anderen Seite, es ist die ganze Zeit Krieg in Syrien, in Jemen. Und schlimme Nachrichten gibt es die ganze Zeit. Und dann denke ich auch immer, jetzt erst recht. Gerade jetzt brauchen wir gute Nachrichten. Und die Krisen hängen ja auch zusammen und sie bedingen sich gegenseitig. Und sie verstärken sich gegenseitig. Aber genauso verstärkt auch alles, was wir machen, im Kleinen, in ganz Kleinen. Das verändert ja auch das Ganze. Es macht einen Unterschied, ob ich das Auto nehme oder das Fahrrad. Und es macht einen Unterschied, ob ich mein Bier in einer kleinen Brauerei im Dorf kaufe oder ob ich großen internationalen Konzernen mein Geld dafür gebe. Trotz allem möchte ich euch heute berichten, wie es weitergegangen ist mit der Dorfbrauerei Die Braut in Stegelitz in der Uckermark. Denn das habe ich euch vor 2 Jahren versprochen in meinem Blogbeitrag Bier ist politisch. Es war ein langer Weg für Sarah und Joe und es war ein harter Weg. Und er war härter, als sie es sich vorgestellt hatten. Seht selbst, was daraus geworden ist. Businessplan, Kreditakquise, Crowdfunding-Kampagne, Fördermittelanträge. Der Traum fängt an, auf die Welt zu kommen. Die erfolgreiche Startnext-Kampagne wird der Grundstein für die Finanzierung. Der Umbau und der Baustellenplan werden erstellt. Der Bauantrag wird eingereicht. Eine Brauerei braucht eine eigene Abwassergenehmigung. Das 500-EinwohnerInnen-Dorf Fliet-Stegelitz hat nicht nur eine eigene Kanalisation, sondern auch eine biologische Pflanzenkläranlage. Sehr fortschrittlich, aber eben auch mit besonderen Auflagen verbunden. Eine technische Lösung wird gefunden. Eine Grube wird ausgebaggert für den riesigen Abwassertank. Und dann Corona. Joes Kneipe in Eberswalde, wichtig für den Bierverkauf und fürs Familieneinkommen, wird geschlossen. Fensterverkauf ist kein Ersatz. Flaschenbier ist jetzt gefragt, das ist viel aufwendiger als direkter Ausschank oder Fassverkauf. Sarah und Joe machen das Beste draus und verlieren nicht ihren Humor. Sie investieren in eine Abfüllanlage, Flaschen und Etiketten, was sie eigentlich für viel später geplant hatten. Es gibt Krisenbier. Denn neben allem anderen brauen die beiden die ganze Zeit, jetzt in der befreundeten Berliner Brauerei Hops und Barley und verkaufen weiterhin ihr Bier. Gleichzeitig müssen Haus, Hof und Kinder versorgt, Homeschooling überwacht und Geld verdient werden. Endlich, die Bauanträge werden genehmigt, die Finanzierung steht im Großen und Ganzen. Eine Finanzierung, die komplett ohne Geld von der Bank auskommt, das muss man erstmal hinkriegen. Gegründet wird mit Kapital aus Crowdfunding, Privatkrediten, Liederförderung und Regionalwertbeteiligung. Der Umbau kann beginnen. Erstmal wird abgerissen. Vieles wird selbst gemacht. Profis aus der Gegend machen hervorragende Arbeit. Neben Abriss und Baustelle müssen die Brauanlage geplant und Angebote recherchiert werden. Dass die Anlieferung der Gärtanks sich verzögert, sie stecken im Suezkanal fest, kann neben dem anderen Stress kaum noch erschüttern. Sarahs Gelassenheit war realistisch. Hier kommen sie. Eine besondere Herausforderung war dann noch die Aufstellung und Inbetriebnahme der nagelneuen teuren Anlage. Ja, und so sieht sie jetzt aus, die fertig eingerichtete Dorfbrauerei Stegelitz, Die Braut. Okay. Wir läutern gerade. Und das sieht so aus. Hier oben drin in dem Läuterbottich ist Maische. Nämlich Brei. Malz und Wasser gemeischt. Mhm. Und da drin ist auch ein Läuterboden. Das ist ein aus Stahl, ein Boden mit ganz vielen kleinen Schlitzen drin, wie Sie. Und darauf liegt der Treberkuchen. Also ein dickes Paket aus den ganzen Stelzen und aus der Maische. Also das ist unten viel dicker und nicht so flüssig wie oben drauf.
Da fließt die ganze Würze durch, durch diesen Schlauch durch, darüber. Und da kommt es dann so raus. So klar. Ja. Und sehr, sehr süß. Und zwischendurch muss man immer wieder warten. Ja, das dauert alles. Ich kann auch mal wieder an so Hightech-Elementen wie Momas Küchenstuhl rumschrauben, um das Ganze noch zu optimieren hier. Und gut ist es natürlich auch, wenn man die nächsten Schritte immer schon mal vorbereitet, ja, wenn man da nicht so überrascht wird. Du schreibst immer alles auf. Ja. Also jetzt am Anfang schreibe ich immer alles ganz genau auf, weil wir auch noch die Abläufe verbessern müssen und so. Und später schreibt man dann nur noch auf, welche Mengen Wasser und Malz man reingemacht hat und welche Temperaturen und wie lange, also das Rezept sozusagen. Was machst du jetzt? Ich hack den Treberkuchen nochmal auf, weil wir läutern sozusagen in zwei Etappen. Also einmal kommt die Maische rein und dann kommt nochmal ein Nachguss drauf. Also nochmal heißes Wasser und dann läutert man nochmal. Ah. Und davor hacke ich das nochmal auf, damit sich das alles nochmal gut verteilen kann. Mal da reingucken. Ja, klar. Und dann endlich im September 2021 wird Eröffnung gefeiert. Das ist einfach toll, auch so viel Unterstützung erfahren zu haben. Prost, lasst euch das Bier schmecken und viel Spaß mit der Band und wünsche euch allen und uns einen schönen Abend. Ich finde es unglaublich. Was hier geleistet wurde, kann man sich gar nicht vorstellen. Vier Kinder, Patchwork, Familie, der ganze Alltag, Geld verdienen und dann so eine Brauerei aufziehen. Ich finde es der absolute Wahnsinn. Es ist da so eine hochprofessionelle Brauerei mit riesen Bierkesseln aus China. Ich finde es unglaublich. Also wirklich, ich kann meinen Hut gar nicht oft genug ziehen. Und ein großer Applaus für die Braut und den Wirt. Hammer! Wir wollen den alten Schornstein wieder rauchen sehen. Wir wollen das Kalb und Dunkel mehr zusammenstehen. Wir wollen froh und frei und uns wollen sein Land frei zu sein. Einen Wirt, der von Bier was verstand, dem hat sie das Herz geklaut. Das mit Hopfen und Malz nahm sie selbst in die Hand, mit ihm hat sie sich getraut. Die Braut braut das Bier, warum? Was habt ihr gerade für Sorten? Jetzt gerade haben wir einen Märkisch. Märkisches Kölsch. Märkisches Ale. Ja. Oder Märkisches Kölsch. Indie-Pilz. Das ist ein norddeutsches Pilz und Schmidt-Stout. Wieso heißt das so? Weil das ein traditionelles englisches Rezept ist, das Smith Oatmeal Stout. Und weil der Joe ja auch früher Schmidt hieß, weil die Familie seiner Mutter so heißt.
Die Braut produziert richtig leckeres Bier, konsequent ökologisch und sozial. Mit Ökostrom, Respekt für die Nachbarschaft, fairen Löhnen, in regionalen Wirtschaftskreisläufen und allem, was dazugehört. Variation klassischer Biere einerseits, Spezialitäten andererseits. Sie verkaufen direkt ab Brauerei, Flaschen, Fässchen und Sixpacks, außerdem in ausgewählten Läden, Gaststätten und Restaurants in der Umgebung. Im Sommer auch auf Dorffesten, Festivals und Märkten. Also haben jetzt angefragt. Also das war schön. Waren ja jetzt bewegte Zeiten für die Gastronomie. Ja, und hier in der Gegend ist ja sowieso auch viel nur ein Saisongeschäft. Ja, das stimmt. Vor allem im Sommer, ne? Ja, viele Restaurants machen ja nur im Sommer auf genau. Und Cafés und haben über den Winter sowieso geschlossen. Dann werden sie auch hier die Bude einrennen, wenn hier der schöne Biergarten ist. Das wäre natürlich schön. Ja. Okay. Sarah und Joe haben es geschafft, viele Menschen zu überzeugen von ihren Ideen und von ihren Idealen. Und es gibt unglaublich viele Menschen, die Herzblut, Arbeit, Lebenszeit und auch Geld da reinstecken, um eine nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaft zu ermöglichen. Und es gibt ganz viele Menschen, die das unterstützen. Das ist schön zu sehen. Und ich finde es unglaublich bestärkend und motivierend zu sehen, dass tatsächlich ein Wandel stattfindet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, Asra Vlogt.